So, und da sind wir auch wieder zurück hier zu einer neuen Folge 7 Days to Die Back in Hell mit eurem Zombierer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe die Nacht überlebt, ich habe ein bisschen Holz gefarmt draußen und ich merke gerade, wir erfrieren hier. Glaube, ich werde mir doch nochmal das scheußliche Zeug hier craften müssen, weil die Hose, die ich halt anhab, die, die kühlt ja. Und wir sind jetzt hier gerade im Schnee und sind kurz vorm Erfrieren. So, jetzt muss ich mal schauen, was hat denn die Jacke? Die hat doch eigentlich immer... Electrical? Wieso Electrical Radiation? Ah, da. Plus 5 Insulation. Ah, da steht jetzt hier oben. Was hat das gehabt? Plus 2. Die Hose hat plus 2 und die kurze Hose, die müsste kühlen. Siehst du, die hat minus 10. Deshalb werden wir jetzt erstmal die anziehen. Zack. Sieht zwar scheiße aus, aber... Da hören wir auch schon wieder einen Geier. Also, schrecklich. Ich habe mir jetzt hier ein zweites Feuer hingesetzt. Hab auch ein bisschen Fleisch reingepackt, ein bisschen Fleisch abgekocht. Ihr seht es ja, oder ist da noch drin? So, das werden wir nochmal... Das soll er mal nachkochen hier. Da werde ich mir nochmal was reinpfeifen und dann geht's los. 15%. Ja. Ist ein bisschen doof. Mir fehlt halt der Kochpot. Die Forge kann ich halt nicht reparieren. Brauchen wir halt... Ja, hier brauchen wir halt ein Dings. Für Bottle Murky Water, das geht so. Ah, das meintet ihr jetzt hier, ne? Boiled Water halt. Das geht dann halt ohne Kochtopf. Ja, gut. Ich werde jetzt auch sowas finden noch. Hoffe ich. So, das lassen wir jetzt erstmal so. Notfalls trinke ich halt das abgestandene, dreckige Wasser. Haben wir halt eine Chance von 50% vergiftet zu werden. Ein normales habe ich hier noch. Plupp. Dann habe ich die Schränke unten gelootet. Und da war ein bisschen Wasser drin. So, ansonsten habe ich nicht viel gemacht. Ein bisschen Holz gefarmt. Und habe mir jetzt halt gedacht. Nehmen wir mal mit hier. Hab halt gedacht, wir gehen heute mal in die Richtung hier. So, 36 Pfeile des Todes habe ich einstecken. Und da geht er los. Mal sehen, was ich noch so alles Schönes finde. Bonus bei Steine abhauen, habe ich gemerkt, gibt schon. Ihr seht auch, ich habe jetzt eine Level 50 Steinaxt. Das heißt, ich habe mir das Menü mal ein bisschen angeguckt und habe einen Punkt reingesteckt in... wo ist es hier? Warte mal, warte mal, warte mal. Folgt mich jetzt der Zombie eigentlich? Ne. Wir bleiben mal unten. So. Wo haben wir den Punkt denn drin? Hier, Toolsmithing. Habe ich einen reingesteckt. Die nächsten würden 3 Punkte kosten. 12 habe ich noch available. Aber kann es halt nicht, weil mir das Level fehlt. Ich muss da als nächstes ein gewisses Level erreichen. Und ich merke hier gerade schon, da ist wieder... Irgendwas kommt da auf mich zu. Ich überlege jetzt gerade, ob ich Weaponsmithing einen reinhau. Weil so wie es aussieht... Kann man jetzt nicht mehr sich auf eins konzentrieren, sondern muss das nach und nach hochskillen. Das ist natürlich in den Gruppen ein bisschen blöde geregelt. Weil in den Gruppen konnte man sich halt absprechen und sagen, jo, alles klar. Ich skill jetzt auf Concrete. Und der andere hat dann halt gesagt, jo, ich mache jetzt hier Bögen und alles. Und hat sich dann da halt drauf konzentriert. Wenn das jetzt halt alles levelbegrenzt ist, muss man halt zusehen, dass man halt viele Zombies tötet. Um da halt irgendwie an die XP zu kommen. Immer alles mit hier. Was wir brauchen. Wir werden mal schauen, dass wir jetzt hier in diese Stadt reinkommen. Damit wir da mal ordentlich was finden. Vielleicht finden wir da ja einen Kochpot. Hier haben wir noch den toten Zombie. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich weiß nicht, wie das Feedback von der zweiten Folge sein wird. Mache jetzt hier eine kleine Aufnahmesession mit mehreren Folgen am Stück. Jo, Duct Tape, sehr schön. Und dass man Duct Tape herstellt, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, das war mir natürlich klar.
weil ich halt im Together gesagt habe, das wird eine teure Staffel, aber man muss ja halt auch den Beaker haben, ne? Oder? Kann man das Duct Tape so herstellen? Schauen wir mal. Es geht so. Ja, den Kleber. Hahaha, Moment. Und für den Kleber braucht man halt ein Feuer nur. Echt nur ein Feuer? Kein Dings mehr. Kein Beaker. Das werden wir mal testen müssen. Da kann ich noch nicht wirklich was zu sagen. Außer, dass ich das natürlich nicht getestet habe. So, warte mal, wo war denn jetzt die Stadt? Ich glaube, da oben hoch. Oh, da ist ein Bär. Ja, komm. Und da ist ein Wolf. Sieht er mich? Sieht er mich? Sollte mir vielleicht mal den anderen Bogen craften. Boah, ist das... Das ist jetzt aber fies hier. Da bleibt der Bär natürlich genau da oben auf dem Berg stehen, ey. So, den scrappen wir mal und dann... Ja, jetzt habe ich den Pfeil da drin gescrappt, ne, oder? Ne, 36, passt. Passt. Den hat er nicht gescrappt. Da muss man nämlich aufpassen, dass man das Ding erstmal entlädt. Oh, ich sehe mein Bein schon wieder brechen, bersten. Da habt ihr ja auch in die Kommentare geschrieben, ja, so ein Bürger, da hast du ja eine richtig gute Beinbruchstrecke-Map ausgesucht. Irgendwo ist doch hier wieder was. Irgendwo ist hier ein Schläfer oder so. Also mit den Sleepern... Ah, da rechts war die Stadt. Mit den Sleepern, da haben sie es aber auch echt gut gemeint in den Häusern. So wie ich das sehe, so 6-7 Sleeper pro Haus. So, was bist du hier für einer? Komm mal ran, Kollege. Oh, jetzt wackelt er auch noch so. Der Wackelbimbo. So, Farmer, der hat nichts beigehabt. Oh, da ist der Bär. Sag mal, ist da oben jetzt der Bär gewesen oder bist du, Bär, jetzt da runtergekommen? Ich glaube, du willst mich trollen. Oh, habt ihr das gesehen? Der Bär greift sich das Wild an. Der geht ja... Ui! Der geht ja richtig aggro. So, wir gehen jetzt hier auf alle Fälle hier mal runter. Da war nämlich die Stadt. Da wollen wir hin. Und ich hoffe... Mit 36 Pfeile des Todes ist das kein Selbstmordunternehmen. Scheiße. Aber. Ach, guck mal hier, die Marieke wieder. Mensch, Marieke, ey, was ist denn da los, ey? Bist ja ganz schön anhänglich. Folgst mich jede Folge hier. 25 Pfeile. Leute, ich hab das auf 100% stehen. Nicht, dass da nachher falsch gedacht wird oder so. Ich wundere mich gerade. 25 Pfeile, echt? So ein Scheiß. Krass. Oh, da ist der Wolf. Also. Man muss jetzt echt aufpassen. Vorher ist man halt so ein bisschen planloser durch die Gegend gerannt. Aber das... Ihr seht es ja, das geht jetzt nicht mehr so. Überall Wölfe und solange die Wölfe noch so ein bisschen buggy sind, möchte ich mich auch nicht unbedingt mit denen anlegen. Ey, das ist, muss natürlich nicht sein. Wo renne ich denn jetzt eigentlich hin? Hier, ne? Da rennen wir mal hin. Da soll es was geben, habe ich gehört. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich glaube, da war das, ne? Irgendwo. Was bist du denn für einer? Oh, du bist ja ein Rocker. Rockabilly. Hast du vielleicht was Schönes dabei? Weil du siehst so gefährlich aus. Cooler Helm wäre cool oder so. Ah, komm. Wow. Aufpassen.
Und wenn ich jetzt vorher schon so viele Pfeile verbrate. Ah, da war nochmal ein Nest. Dann wird's natürlich schwer. Alter, was hält der denn aus? Jawohl. Hat sich ja voll gelohnt. Naja, wenigstens am Nest 15 Federn kriegen wir wieder. Dann geht das ja. So, wir werden uns aber auf alle Fälle... Warte mal. Ich höre die nächste schon wieder. Da hinten geht sie. Sie sieht mich nicht. Sehr schön. 93 Pfeile. Ich jetzt eine Fortschette, ne? Oder irgendwie mal so ein... So eine Wrench. Also so ein Schraubenschlüssel. Wäre das cool. Warte mal, kann ich mir den Chlorhammer denn nicht so herstellen? Tatsache, aber da brauche ich 12... Oh, 12 Forged Iron. Die träume ich. Also brauchen wir doch eine Forge. Was? Also die Geräusche, ganz ehrlich. Ich habe momentan mehr Angst vor Wölfen als vor Zombies. Auf dem einfachen Grunde. Der erste Zombie mich schon getötet hat. Oh, da ist die Stadt. Ich hoffe ja mal nicht, dass das jetzt... Die große Stadt ist da. Müssen wir hin. Da müssen wir hin. Und der Sombürer hat die Hosen voll. Hi, hi, ho. Ho, ho. Das wird jetzt auf alle Fälle der Tanz auf dem... Natürlich werde ich sofort gesehen hier. Und dann noch vor dem Zappeldödel. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ist das irgendwie ein kritischer Treffer? Ich hatte nichts dabei. Wow, Leute. Wow. Was sind das denn für geile Gebäude, ey? Jetzt mal ohne Scheiß. Ein Screenshot machen. Und dann werde ich mich jetzt erstmal hier ordentlich umgucken. Pass mal auf, in den Städten sind bestimmt die ganzen Zombies alle in den Häusern. Auch draußen rennt nichts mehr rum. Aber hier, dieser Müll, der wird immer übersehen. An jeder Ecke und Kante. Da können auch so tolle Sachen drin sein. Da steht ein Zombie drin. Wow. Ist das geil. Leute, ist das geil. Ist das geil. Wir werden uns jetzt erstmal außen umschauen. Ich laufe jetzt erstmal einmal die Stadt ab. Bevor ich mich da irgendwo reinbewege. Boah, sind das... Also die haben richtig geile Häuser da implementiert. Komm, eine Wrench. Nee, aber eine Pickaxe. Die ist gar nicht mal so scheiße. So, was haben wir denn da? Häuser. Ein paar Geschäfte wären cool. Ich renne jetzt einfach mal hier lang. Da ist ein Wasserturm. Vielleicht sollten wir umziehen. In diesen schönen Vorort. Könnte natürlich sein, dass hier... Oh, hier wird so viel zu looten sein. Das werde ich an einem Tag alles gar nicht schaffen. Leute, habt ihr schon mal gesehen, wie groß diese Wolkenkratzer sind? Das ist der Wahnsinn. Also, ihr kennt ja das normale Hotel, wo wir in der Alpha 15 Stunden gelootet haben. Und das Ding ist zwei-, dreimal so groß. Also richtig krass. Ich würde am liebsten hier auch mal in den Häusern reingehen, aber ihr seht ja hier, es ist wie ausgestorben. Man denkt, ahnt nichts Böses, da steht mal ein Zombie. Aber ich wette mit euch, drin sind Tausende. Ich hau mich einfach mal hier rein. Da müssen wir halt aufpassen. Eieiei. Boah, mir geht so der Kackstift, Leute.
Eine Waschmaschine? Okay. Was? Was? Alter. Boah, hat die mich jetzt erschrocken. Wo bist du, Mäuschen? Komm. Stell dich dem Zombierer. Hä? So, ich brauche was zu essen. Ich muss jetzt hier rein. Hallo? Kann man hier eigentlich die Gamma ein bisschen hochdrehen? Ich habe ja jetzt noch keinen. Da, ich drehe mal die Gamma ein bisschen hoch. Damit ihr ein bisschen mehr seht. Hallo? Jetzt mal hier gucken. Wo bist die denn? Hä? Hallo? Mäusekind. Wasser, sehr schön. Komm, Kochpott. Gib mir doch mal einen Kochpott, ey. So, das lesen wir mal gleich. Shit, ey. Kochpott, das wäre natürlich jetzt... Das ist Nonplusultra hier, ne? Oh, elektrische Parts. So. Sehr schön. Ich hasse zwar die Pistolen, aber nimm's mal trotzdem mit. So. Jetzt hauen wir uns mal hier rein. Wir müssen jetzt auf alle Fälle in den Häusern vorsichtiger sein, weil, wie gesagt, ey, hier kann jetzt überall ein Zombie sein und wir müssen echt aufpassen. Munition. Die war noch nicht wirklich gebrauchen können. Wo ist die denn? Hallo? Also ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Oh, sehr schön. Die lesen wir mal gleich. Es hört sich an, als wäre die irgendwo draußen. Warte mal, das grabben wir mal. Dann haben wir wieder Platz. Den Puffercode, den behalte ich. Die ist oben, ne? Ich glaube, die ist oben. Kann das sein? War ich jetzt hier dran? Ja. Es geht doch, glaube ich, hier auch noch irgendwo nach oben. Sollen sie sich mal durchhauen? Vielleicht finden wir ja hier noch was zu essen. Ich habe auch immer das Gefühl, jetzt sind wir da weggegangen, jetzt schläft die wieder ein. Oh, scheiße. Oh, Leute. Mein Herz, ey. Mein Herz. Boah. So. Jetzt wollen wir ja sehen, ob das Mäuschen hier oben ist. Mäuschen, bist du hier irgendwo? Mäuschen. Ja, da ist er. Der hat doch voll gesessen. Ist mal ohne Scheiß. Sehr schön. Na komm. Unwesentlich besser, ne? Unwesentlich. Was macht der? Plus 4. Könnten wir scrappen. Das kann ich scrappen.
Den Puffer, den behalte ich mal. Den könnten wir da auch scrappen. So, was brauche ich noch? Kleber habe ich jetzt auch. Und das Glas lasse ich mal hier. Ich will jetzt noch nicht Ding scrappen. Der Jute. Was ist das denn hier? Ach nee. Das Gute hier, ich bin gerade voll von der Rolle, sorry dafür. Hier die Büchsen, die will ich jetzt nicht scrappen. Obwohl, also ich brauche auf alle Fälle einen Kochpot. Wenn ich jetzt einen Kochpot habe, dann meinst du, wie schnell ich die gescrappt habe? Ja, ich nehme die Dinger jetzt hier nicht mit. Ich will erstmal nach was anderem gucken. So. Da haben wir den nächsten Zombie. Hallöchen. Kommen Sie mal zum Onkel Zombierer. Einmal Sneak Damage machen. Voll daneben. Voll gesessen hier. Hör auf zu zappeln. Hat's gesehen. Klatsch im Nacken. So. Da waren wir dran, ne? Schauen jetzt hier einmal rein. Ich brauche unbedingt den Kochpot. Dann ist auf alle Fälle das Essen und Trinken gesichert. Oh, das ist schon mal sehr gut. Eine Flashlight. Warte mal. Lassen wir mal drin. Das grab ich. Das schmeiße ich weg. Das nehme ich mit. Das nehmen wir auch mit. Komm, ich werde garantiert einen Kochpot finden. Ich scrap das jetzt. Also wenn ich keinen Kochpot finde. Hallo? Dann weiß ich auch nicht. Eigentlich war es ja auch immer so gewesen, wenn ich losgegangen bin zum Looten, bin ich satt nach Hause gekommen. Gläser finden wir massig. Aber den Rest, ne? Da haben wir Katzenfutter. Das essen wir jetzt einfach. Nee, Hundefutter ist das nicht. Katzenfutter. Hundefutter. Sehr schön. Besser als nix. Und natürlich kein Ofen. Also, Ofen schon. Aber kein, was erzähle ich denn heute? Kein, ja. Ihr wisst, was ich meine. Kein Kochtopf. So, jetzt ist mir das Wort eingefallen. Manometer, was ist denn da los? Nehmen wir mal alles mit für... Ich komme immer noch nicht mit der Maus zurecht. Ich habe alles schon jetzt versucht hier einzustellen. Irgendwie will das nicht. Oh, hallo. Hast du mich gehört? Hast du mich gehört, du kleiner Schlingel? Na? So nicht. So. Scrappen wir mal. Und? Nein. Obwohl, warte mal. Immer wieder mit. Mit A. Ich muss mir das echt. Das scrappen wir auch. Arrowheads. Könnten wir doch eigentlich auch gleich verknattern, ne? Wenn ich Dings hätte. Federn habe ich nicht. Komm, Kornmehl raus. Nägel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kann ich mir hinterher, wenn ich die Forge habe, herstellen. Muss jetzt erstmal gucken, dass ich wichtige Sachen mitbekomme. So. Verdammte Axt. Jetzt haben wir schon so viele Häuser gelootet und nichts gefunden hier. Oh. Ah, fuck. Ist da Bandscheibe? Komm, bleib stehen. Oh, Alter, ey. Mr. Bandscheibe. Wo wollen Sie hin? Ey, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Manometer. Was tut man nicht alles für den ersten Sneak Damage? So.
Oh, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. So, die scrappen wir auch. Dann haben wir wieder Platz. So, den können wir auch klein kloppen. Dann nähern wir uns mal hier den interessanten Gebäuden. Und ein paar Häuser. Ja, das ist alles so. Aber schaut mal, wie schön die Häuser geworden sind. Ist das nicht toll? Komm. Du kannst weg. Dich scrap ich. Na ja, mal sehen, wo wir hier die Schnarchnasen haben. Ernsthaft? Da sitzt schon eine. Zwei. So. Manometer, ey. Mädels. Was habt ihr denn hier gemacht hier? Hm? Hausbesetzung oder was? Aber so langsam gewöhnt man sich an das Ganze hier. Boah, das ist jetzt mega. Alles neue Gebäude hier. Komm, Kochbot, Kochbot. Ohne Ranch, sehr schön. Vielleicht könnte ich jetzt die Forge damit reparieren. Ist ein Versuch wert. So, jawohl. Das gibt beides wieder. Ich sehe nämlich, ich brauche jetzt auch nämlich Flüssigkeit, habe ich. Ja, ein Slot, ja. Okay. Komm. Es gibt's doch nicht, dass hier keine Küche ein Uf, keine Küche ein Kochbot hat. Was seid ihr denn alles für Küchen, ey? Sag mal. So. Hallo. Ist da wer? So. Klalutsch. Da liegt der Zombie. So. Stoff. Ja, Stoff. Stoff in der Waschmaschine. Klingt schwierig. Könnte Breaking Bad sein. Stoff in der Waschmaschine. Heisenberg, hast du den Stoff in die Waschmaschine gepackt? Nö, ich weiß nicht. Okay. So, bam. Jawohl, unterm Dach kacken, ey. Ah, ist das genial. Oh, hier ist ein Wall Safe. Sehr schön. Werde ich nicht aufschlagen. Jedenfalls nicht mit dem Werkzeug, was ich habe. Wir werden mal das so machen. Und werden dann hier mal einfach, warte mal, da machen wir mal Safe. So. Dann wissen wir, hier ist der Safe. So könnt ihr halt die Punkte auch mal markieren. Ach ja. Sehr schön. Boah, die Häuser sehen so geil aus. Ich bin so begeistert. Ihr glaubt es kaum, ihr glaubt es kaum. Oh, da war ein Reh. Nein, ich hab's verjagt. Und wie die Zeit drauf geht, ne? Wir haben es jetzt schon wieder 14 Uhr durch. Fast 15 Uhr. Boah, das ist Wahnsinn. Na, Mäuschen, bist du verbuggt an der Wand? Oder was? Sag mal, das ist ja hier Cheerleader City, ey. Das ist ja nicht mehr normal. So, wir scrappen das alles mal. So. Die ist nicht schlecht. Die könnte ich sogar weiren. Obwohl, ne.
Alles klar, weg damit. So, kommen wir zu essen. Ach ja. Okay, hier kann mir nichts entgegenkommen. Aber hier, ne? Ich finde, das ist jetzt in jedem Haus, hast du den Nervenkitzel. In jedem Haus kann halt ein Zombie um die Ecke stehen. Das finde ich halt genial. So. Also Gläser haben wir massig. Wir können nur nichts einkochen. Oh. Wahnsinn. Schon wieder eine Küche. Ohne Ofen. Manometer, ey. Ja, die, ich behalte sie mal. Ich habe gerade überlegt, ob ich die erst scrappe. Zu Hause habe ich jetzt noch von den Büchsen ein paar. Das müsste reichen. Ich werde jetzt keine neuen mehr. Ups. Dankeschön fürs Abo, wer es auch immer war. Ich habe meine Alarms immer noch nicht umgestellt. Ich bin so eine faule Sau. In der Hinsicht, ich vergesse das auch immer wieder. Da liegt einer, ey. Ich glaub's ja gar nicht. Sterben. Also ich sehe hier schon kaum was. Da werdet ihr auch nichts sehen. Es tut mir echt leid. Ich habe das Gamma hochgestellt. Aber ich kann hier... Alter, was ist denn mit dir los? Was frisst du denn? Den nehmen wir. Den scrappen wir. Warte mal, ich habe doch die Taschenlampe dabei. Warum sagt mir das keiner? Büra, du hast die Taschenlampe dabei. Hallo? So. Ist da was? Sehe ich da was? Ja, da ist ein Zombie. Was bist du denn für einer? Bist du ein Feraler? Sieht aus wie ein Militärzombie, ne? Der sieht aus wie ein Militärzombie. Kann ich den einfach darüber hauen? Warte mal. Nee. Das geht scheinbar nicht mehr. Komm, hau da jetzt nochmal gegen. Das geht. Alter, die sind so am Wackeln. Aber er hat keine gelben Augen, ne? Und noch ein Schnorch hier auch noch. Das sieht man ja so gar nicht. Was ist denn da los? Alter. So. Was ist denn da los? So. Jetzt machen wir mal wieder Licht an. Ja, ohne Mining-Helm am Anfang ist das echt fürs Let's Play tödlich hier. Komm, die Steine mache ich weg. Steine kriege ich an jede Ecke und Kante. Oh, da ist eine Schläferin. In jedem Haus. Das kostet natürlich Unmengen Zeit, ne? Und ja, jedes Mal wegmachen muss. Das ist gut. Das hatten wir doch schon, ne? Kann ich nicht mehr readen? Kann ich nur noch scrappen? Echt? Okay. Also irgendwo ist hier auch noch was. Irgendwo ist hier auch noch einer. So. Eine Kartoffel. Sehr schön. Ach, die Qual der Wahl.
werde Knochen ohne Ende bekommen. Kartoffeln nicht. Zombies gibt es massig. Knochen dadurch ja auch. Ich werde das mal so machen. Ich habe jetzt auch nichts mehr. Ich habe ja hier... Warte mal. Wir werden draußen jetzt erstmal eine Kiste aufbauen. Bin ich denn reingekommen hier? Wir werden jetzt hier draußen... Warte mal, war ich hier schon dran? No. Wir werden hier draußen jetzt erstmal eine Kiste hinsetzen. Uns da reinmüllen. So. So, natürlich wieder kein Platz. Ich schmeiß mal das Ei raus. So. Wo ist es? Ist natürlich weg. Und dann packen wir mal die Sachen da rein. So, das, das. Alles, was jetzt nicht lebensnotwendig ist. So. Die behalte ich. Falls ich wirklich mal schießen muss. Die behalten wir auch. Wunderbar. Warte mal, das Holz brauche ich da noch nicht in der Leiste. So, aber wir sind bei 36 Minuten. Ich würde mal sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir werden auf alle Fälle hier noch weiter exploren. Das hier gibt es noch so viele Gebäude. Das ist so krass, Leute. Das ist so krass. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Schaltet wieder zahlreich zu, falls euch das Video gefallen hat. Lasst so einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Macht's gut und habt einen schönen Tag. Ciao.